Egal ob Versuchsschaltung oder Platine, die fertig ist zum Einbau in ein Gerät, irgendwann stellt sich die Frage, wie versorgen wir das Ganze mit Energie? Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Für unsere elektronischen Schaltungen brauchen wir in der Regel eine saubere Gleichspannung. Eine Möglichkeit wäre die Versorgung aus solchen Trockenbatterien. Die Höhe der Spannung bestimmen wir mit der Anzahl der einzelnen Elemente, denn bei einer Reinschaltung von Spannungsquellen addieren sich die Spannungen. Aber immer schön Plus mit Minus verbinden, denn bei einer falschen Polung müssten wir die Spannung dann abziehen. Wenn wir einen höheren Strom entnehmen wollen, können wir mehrere Elemente mit gleicher Spannung parallel schalten. Eine andere Möglichkeit ist, sich ein passendes Steckernetz dazu besorgen. Die gibt es für verschiedene Spannungen im Handel zu kaufen. Oder man hat noch ein altes Steckernetzteil von einem Gerät, was man längst entsorgt hat. Wir wollen uns heute aber ansehen, wie wir aus der Netzwechselspannung auf klassische Weise für unsere Geräte eine individuelle Spannungsversorgung schaffen. Im ersten Schritt müssen wir mal aus unserer 230 Volt Wechselspannung eine Spannung gewinnen, die für unsere Schaltung verträglich ist. Dazu benutzen wir so einen klassischen Transformator. Den kann man sich auch im Handel besorgen oder man wickelt ihn sich selbst. Am einfachsten ist es, einen alten Trafo zu benutzen und nur die Sekundärwicklung neu zu wickeln. Wie man so einen Trafo berechnet, das will ich hier nicht in allen Einzelheiten erklären. Dazu setze ich unter das Video mal einen Link, da findet ihr dann auch eine entsprechende Beispielrechnung. Wer noch unsicher und unerfahren ist, der sollte auf jeden Fall für den Anschluss der Primärseite einen Fachmann zu Rate ziehen, denn mit der Netzwechselspannung ist nicht zu spaßen. Der erste Fehler, den man machen kann, ist anzunehmen, dass der auf dem Trafo angegebene Wert der Spitzenwert der Wechselspannung ist. Angegeben bzw. am Messgerät angezeigt wird nur der Effektivwert. Und der entspricht dem Wert, den eine Gleichspannung haben müsste, um die gleiche Leistung an einem ohmschen Widerstand umzusetzen. Die Wechselspannung ist da nicht so effektiv, weil sie sich zwischendurch ja immer mal eine Pause nimmt. Der Spitzenwert ist bei einer sinusförmigen Wechselspannung um den Faktor Wurzel 2 höher. Also unsere 230 Volt Netzspannung hat in der Spitze 325 Volt. Auch in unserem Fall, hier sieht man das, zwei Kästchen am Oszillographen entsprechen 10 Volt. Und da sind wir knapp drüber, obwohl der Vierfachmesser nur 7,5 Volt anzeigt. Mit Hilfe einer Halbleiterdiode wird aus der Wechselspannung eine Gleichspannung. Die negative Halbwelle wird einfach abgeschnitten. Diese Spannung ist jetzt nur noch so viel wert wie eine Gleichspannung von etwa 4,3 Volt. Besser wäre doch, die zweite Halbwelle auch zu nutzen und damit die Lücken zu füllen. Mit einer entgegengesetzt gepolten zweiten Trafowicklung und einer zweiten Diode geht das. Der deutsche Physiker Leo Graetz hatte allerdings eine geniale Idee, wie das mit einer Brückenschaltung von 4 Gleichrichtern auch mit nur einer Trafowicklung funktioniert. Solche Graetz-Brückengleichrichter gibt es heute schon fertig konfektioniert. Während der positiven Halbwelle fließt der Strom über die Dioden D1 und D3 und bei umgekehrter Polung über D2 und D4. Durch diese Zweiweggleichrichtung sind wir wieder wesentlich effektiver, weil wir beide Halbwellen ausnutzen. Die Spannung ist allerdings jetzt etwas geringer, weil wir ja durch die Reihenschaltung von zwei Dioden einen höheren Spannungsabfall am Gleichrichter haben. Für unsere Zwecke ist diese Gleichspannung aber so immer noch nicht geeignet. Wir müssen versuchen, die Lücken zwischen den Wellen zu füllen und diese pulsierende Gleichspannung zu glätten. Mit einem Kondensator am Ausgang wird unsere Gleichspannung jetzt etwas geglättet. Während der Spannungsspitzen lädt er sich auf und übernimmt dann die Energieversorgung am Ausgang in den Zwischenzeiten. Wenn wir jetzt am Ausgang mehr Strom entnehmen, wird diese Restwelligkeit allerdings wieder größer, denn der Kondensator entlädt sich ja schneller. Günstig können wir das Ganze natürlich beeinflussen, indem wir den Kondensator vergrößern. Ich schalte jetzt mal hier einen zweiten Kondensator gleicher Größe parallel, sodass wir jetzt die doppelte Kapazität haben und damit sinkt auch unsere Welligkeit. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an. Wir wollen die verbliebene Restwelligkeit möglichst gering halten.
Sie hängt zum einen natürlich vom entnommenen Strom ab, den gibt uns das Gerät vor, das wir damit betreiben wollen, und von der Größe des Kondensators. Die Größe der Restfälligkeit können wir mit dieser Faustformel grob berechnen. Bei Zweiweggleichrichtung ergibt sich natürlich da ein viel besseres Verhältnis. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, wir müssen nur den Kondensator groß genug machen. Dem Ganzen sind aber Grenzen gesetzt, denn der Gleichrichter muss ja im Einschaltmoment den doch sehr hohen Ladestrom des Kondensators aushalten. Auch danach fließt neben dem Ausgangsstrom ein ständiger Ladestrom in den Kondensator. Der Gleichrichter muss etwa zwei Drittel mehr Strom vertragen, als am Ausgang entnommen wird. Was auch gern übersehen wird, am Gleichrichter liegt in Sperrrichtung die doppelte Spitzenspannung. Denn während an der Trafoseite die maximale negative Spannung anliegt, liegt an der anderen Seite der Diode ein voll positiv aufgeladener Kondensator. Das bedeutet, wir bekommen im ersten Schritt die Gleichspannung nicht ausreichend geglättet. Dann würden wir damit jetzt einen Verstärker betreiben, dann würde das passieren. Wir müssen uns also unbedingt was einfallen lassen, wie wir unsere Gleichspannung weiter verbessern können. Durch ein zusätzliches Siebglied bestehend aus Widerstand und Kondensator können wir unsere Brummspannung weiter verringern. Auch hier gibt es wieder eine entsprechende Faustformel. Rechnen wir mal ein konkretes Beispiel mit dem Verstärker, den wir gerade benutzt haben. Der Verstärker hat etwa eine Stromaufnahme von 100 mA. Wir rechnen mit einer Eingangsspannung von rund 9 Volt. An unserem Widerstand soll nicht mehr als 1 Volt abfallen. Und unsere Ausgangsbrummspannung soll nicht größer als 0,5% der Eingangsspannung sein. Ich wähle einen Ladekondensator von 1000 Mikrofarad. Damit errechnen wir eine Brummspannung am Ladekondensator von etwa 0,2 Volt. Das sind ja mehr als 2% der Versorgungsspannung. Definitiv zu viel. An unserem Siebwiderstand soll maximal 1 Volt abfallen. Das bedeutet, bei 100 mA Stromaufnahme darf der Widerstand maximal 10 Ohm sein. Die maximale Brummspannung am Siebkondensator soll dann 45 mV betragen. Wir stellen die Formel um und kommen auf einen Siebkondensator von etwa 1400 Mikrofarad. Ich wähle den nächstgrößeren Typ mit 2200 Mikrofarad. Überprüfen wir die Theorie mal in der Praxis. Ich habe das Ganze mal aufgebaut. Mit den 1000 Mikrofarad ist der Ladekondensator schon wesentlich höher als bei unserem ersten Versuch. Trotzdem hört man dort noch eine deutliche Brummspannung. Hinter unserem RC-Glied haben wir dann eine wirklich brauchbare Spannung. Viel bessere Ergebnisse würden wir mit einer LC-Siebung bekommen. Das heißt, wir ersetzen den Widerstand durch eine entsprechende Induktivität. Die müsste aber relativ groß sein. Wir bekommen da eine relativ große Spule mit einem großen Eisenkern. Beide Varianten haben einen großen Nachteil. Die Ausgangsspannung ist nicht stabil. Denn in Abhängigkeit vom Laststrom ändert sich ja der Spannungsabfall über unseren Siebwiderstand. Und auch so eine Spule hat ja einen gewissen ohmschen Widerstand. Außerdem schlagen auch die Spannungsschwankungen vom Eingang voll auf den Ausgang durch. Wenn wir also eine wirklich stabile Spannung haben wollen, dann müssen wir uns wieder was anderes einfallen lassen. Eine einfache Spannungsstabilisierung lässt sich durch eine Z-Diode mit Vorwiderstand realisieren. Wegen dem Spannungsabfall über RV muss die Eingangsspannung höher sein als die stabilisierte Ausgangsspannung. Der Strom verteilt sich auf die angeschlossene Last und die Z-Diode. Im Leerlauf, also ohne Last, muss die Z-Diode den gesamten Strom übernehmen. Damit die Diode nicht zerstört wird, darf der maximale Strom der Z-Diode nicht überschritten werden. Beim Unterschreiten eines minimalen Stroms verliert sie ihre Stabilisierungswirkung. Wir machen uns bei der Z-Diode zunutze, dass beim Durchbruch in Sperrrichtung große Stromschwankungen nur zu einer geringen Änderung der Spannung über der Diode führen. Rechnen wir den maximal möglichen Laststrom wieder an einem Beispiel aus. Wir wollen eine Eingangsspannung, die zwischen 10 und 8 Volt schwankt, auf 5 Volt stabilisieren.
Die Z-Diode hat ohne Kühlkörper laut Datenblatt einen maximalen Z-Strom von 185 mA. Der größte Strom durch die Z-Diode fließt bei maximaler Eingangsspannung und bei einem Ausgangsstrom von 0. Dadurch ergibt sie einen Vorwiderstand von minimal 27,03 Ohm. Zur Sicherheit müssen wir den nächst höheren Wert wählen, also 30 Ohm. Der Widerstand muss mit mindestens 0,83 Watt belastbar sein. Also nehmen wir einen 1-Watt-Typ. Wollen wir die Schaltung kurzschlusssicher machen, muss der Widerstand 3,33 Watt aushalten, da dann die gesamte Eingangsspannung am Vorwiderstand anliegt. Der minimale Strom durch die Diode wird meist mit 1/10 des Maximalstroms angesetzt, also bei uns 18,5 mA. Der kleinste Strom durch die Z-Diode fließt, wenn bei minimaler Eingangsspannung, also 8 Volt, der maximale Ausgangsstrom entnommen wird. Der Strom, der dann durch den Vorwiderstand fließt, beträgt dann 100 mA. Der maximal mögliche Ausgangsstrom ist dann die Differenz aus den 100 mA und IZ-Min, also 81,5 mA. Auch hier überprüfen wir die Theorie in der Praxis. Als erstes wollen wir sehen, wie die Ausgangsspannung reagiert, wenn wir die Eingangsspannung verändern. Ich werde jetzt von 10 Volt auf 8 Volt verringern. Ja, und die Ausgangsspannung hat sich gerade mal um 0,2 Volt verändert. Jetzt wollen wir sehen, ob die Spannung einigermaßen stabil bleibt bei veränderter Last. So, mit 83 mA sind wir jetzt so ziemlich an der errechneten Grenze. Die Spannung ist nochmal um 0,4 Volt gesunken. Wenn wir jetzt die Last weiter erhöhen, dann geht die Ausgangsspannung sehr schnell in die Knie. Leider lässt sich die Schaltung nur für geringe Ausgangsströme sinnvoll verwenden. Vor allem im Leerlauf wird viel Leistung über der Z-Diode und dem Vorwiderstand verbraten. Ein Transistor kann für Entlastung sorgen. Bei diesem einfachen Längsregler wird der Vorwiderstand aus dem Laststromkreis herausgenommen. Die größte Leistung wird jetzt am Transistor umgesetzt und das auch nur bei Volllast. Durch RV fließt sowohl der Strom für die Z-Diode als auch der Basisstrom für den Transistor. Die Höhe des Basisstroms ist um den Faktor der Stromverstärkung geringer als der Laststrom. Der Strom durch die Z-Diode sollte wenigstens 5-mal so groß sein. Die Ausgangsspannung ist um die Basis-Emitter-Spannung geringer als die Z-Spannung. Eine Beispielrechnung findet ihr in dem Video zum Solarenergiemodul. Leider ist die Stabilisierungswirkung sogar etwas geringer als mit der Z-Diode alleine. Bei allen bisherigen Varianten ist die Ausgangsspannung nur von der Z-Spannung abhängig. Mit einem Verstärker im Regelkreis lässt sich die Stabilität erhöhen und die Ausgangsspannung variabel gestalten. Wer sich für Berechnung und Erklärung der Funktionsweise interessiert, findet unter dem Video den passenden Link. Als Versuchsnetzteil muss die Schaltung unbedingt noch mit einer Kurzschlusssicherung erweitert werden. Eine Schmelzsicherung wäre viel zu langsam, um den Regeltransistor vor Zerstörung zu schützen. Deshalb brauchen wir eine elektronische Lösung. RS muss so groß berechnet werden, dass beim Erreichen des maximalen Ausgangsstroms der Spannungsabfall dafür sorgt, dass T3 leitend wird. Dieser überbrückt dann die Basis-Emitter-Diode von Transistor 1, wodurch dieser dann abschaltet. Besser wäre natürlich, wenn nicht ganz abgeschaltet werden würde, sondern nur der Strom nicht weiter ansteigt. Damit wären wir dann beim Thema Stromquelle, was wir aber auf ein andermal verschieben. Auch die Themen Schaltnetzteil oder Schaltregler würden hier den Rahmen sprengen. Soweit die Theorie. In der Praxis macht man sich das Leben nicht unnötig schwer und wird nur selten solche Schaltungen diskret aufbauen. Natürlich gibt es inzwischen passende integrierte Lösungen. Bereits 1976 wurden die Festspannungsregler vom Typ 78XX entwickelt, wobei man XX dann durch die entsprechende Ausgangsspannung ersetzt,
Hier ein 7805 für 5 Volt oder ein 7812 für 12 Volt Ausgangsspannung. Die Schaltkreise sind kurzschluss- und überlastsicher und liefern einen Strom bis 1,5 Ampere bei entsprechender Kühlung natürlich. Die Beschaltung ist denkbar einfach. Unbedingt ratsam ist die Beschaltung mit so einer Rückflussdiode. Wenn ein großer Kondensator am Ausgang des Schaltkreises sich rückwärts über den Schaltkreis entlädt, zum Beispiel bei einem Kurzschluss am Eingang, dann würde der Schaltkreis sonst zerstört werden. Wer eine einstellbare Ausgangsspannung braucht, für den gibt es dann den LM317. Man braucht nur zwei zusätzliche Widerstände und über das Verhältnis von R1 und R2 kann dann die Ausgangsspannung zwischen 1,2 und 37 Volt eingestellt werden. Passend dazu gibt es dann den 337 als Negativspannungsregler, wenn wir für Schaltung mit Operationsverstärkern zum Beispiel eine symmetrische Versorgungsspannung brauchen. Wenn es dann etwas mehr sein darf, da hätten wir den LM350. Der liefert uns dann bis zu 3 Ampere Ausgangsstrom. Alle diese Regler lassen sich auch mit einem externen Transistor erweitern. Allerdings verliert man dann die Kurzschlussfestigkeit. Anders sieht es aus bei einem weiteren Klassiker, dem MYA723, hier in der Ausführung MAA723 von der Firma Tesla. Der ist genau für diesen Zweck gedacht. Selbst kann er nur einen Strom bis zu 150 mA liefern, mit einem externen Transistor dann bis zu 6 Ampere. Um auf die Ausgangsfrage wieder zurückzukommen, heute lässt sich mit wenigen Mitteln ein passendes Netzteil für die Geräte bauen. Batterien sollte man wirklich nur für den mobilen Betrieb benutzen. Die Auswahl an passenden Schaltkreisen ist heute sehr umfangreich und hier beginnt jetzt die Eigeninitiative des Bastlers, sich auf dem Laufenden zu halten und vor allem Datenblätter lesen.